Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, bei den Ollen Rollen. Und das mit der Abkürzung scheint mir doch keine so gute Idee zu sein. Ich würde es gerne probieren, aber ich habe das Gefühl, ich will dem Pferd ja auch nicht wehtun, ne? Also das ist so, wir müssen da unten tatsächlich runter. So nah und doch so fern. So nah und doch so fern. Warte mal, da vorne ist auch ein Reiter. Aber da ganz kurz erstmal. Wir müssen ganz kurz gucken, wir müssen nach links runter, das ist richtig. Aber ich gehe in die falsche Richtung, ne? Ich muss eigentlich wieder zurück und dann rechts runter irgendwo. Zurück und dann rechts runter irgendwo. Ich hoffe, ich finde das hier. Das muss doch hier irgendwo sein. Nix. Ich hangel mich hier ganz langsam an der Karte entlang. Ach, wir sind noch da und... Oh Gott. Ich dachte, wir sind hier. Oh. Okay, gut. Entschuldigung. Es ist ein bisschen verwirrend hier alles. Ich bin neu hier. Ich kenne mich hier in der Gegend noch nicht so aus. Tag, Lüdi. Dr. Müller-Lüdi-Scheid. So. Dann jetzt hier links runter. Ja, endlich. Endlich, endlich, endlich. Hätte man dem Reiter auch folgen können? Guten Abend. Und jetzt hier rechts runter und dann sind wir schon da. Na also, ich weiß nicht, ich glaube, da war gerade ein Wildschwein. Geht mich aber nichts an. So, zurück in Falkenring. Na endlich. Ich mach mal unser Lichtlein aus. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Rote Bergblume. Toll. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Wir haben mehrere Sachen zum Abgeben. Zum Beispiel offenbar hier. Ich park mein Pferd mal hier. Guten Abend. Langhaus des Jarl. Ich kann mir vorstellen, dass der Jarl gerade pennt. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch machen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich knie mich mal 4 Jahre hin. Vier Stunden hin. Dann ist er bestimmt gleich wieder wach, oder? So, Lydia ist auch da. Jarl! Na, also. Nichts nutziges Pack, soll mal aufstehen. So, der Bubi. Der Jarl ist der Bubi. Weiß nicht mal, wie man sich auf den Thron setzt, aber schon Jarl geworden. Hey. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Ja, das sollte ich wohl. Aber was willst du machen? Hier. Ach, beide. Ich habe den Anführer der Gallenschluchtmine getötet. Das wird ihnen eine Lehre sein. Hm. Hier. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. 10 Septime. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Ja, das stimmt. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Oh, shit. Hier, Banditenanführer Glutsplitter haben wir auch erledigt. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100. Toll. Toll. Aber er ist doch gar nicht Nenja. Na gut. Braucht ihr sonst noch was? An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ja? Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tarne. Das wäre mir eine Ehre. Er kümmert sich ja doch um sein Volk. Dann macht euch auf den Weg. Hilft den Einwohnern. 2 von 3. Oh, schön. Haben wir schon gemacht. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Natürlich, mein Jarl, natürlich. Nenja? Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl... Sie sind nur etwas im Verzug, Jarl.
Der Krieg hat die Handelsrouten in Mitleidenschaft gezogen. Wir sollten ihnen einen weiteren Tag Aufschub geben. Gut, die Weisheit, aber wenn ihr Abgesandter eintrifft, möchte ich mit ihm reden. Ja, okay. Habt ihr es jetzt? Ich habe gemerkt, wir haben ein Gespräch geführt, während wir... Sidgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helvard und mich. Sehr gut. Ich würde gerne ein Haus kaufen. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Oh. Helvard, die Wachen wirken heute etwas nachlässig. Ich will, darüber muss ich nachdenken. Wie ihr wünscht. Verdammt. Passt auf euch auf, Reisender. Ebenso, Ninja, ebenso. Ich danke euch. Lydia, hallo. Wir können keinen unserer Männer verlieren, wenn wir Falkenwing schützen wollen. 5000 Goldstücke. Es ist wirklich verlockend, aber ich würde gerne erstmal Riftolini. Das würde ich gerne erstmal machen. Und hier müssen wir ja sowieso erstmal, wir werden Tane und dann kriegen wir das Grundstück vielleicht günstiger. Nein, wahrscheinlich nicht. Wem können wir hier noch helfen? Lots Haus aufschließen. Gute Idee. Hey Lot. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Ja, ich habe so einen gesehen. Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Hm. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Okay. Ich kann ihn einfangen. Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ich lasse mich überreden. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Hm. Also. 25 Septime. Abgeschlossen, sprich mit LOD. Finde den Hund vor Falkenring. Das ist jetzt unsere herrschaftliche Aufgabe. Finde den Hund. Ja, voller Heldenmut, voller Inbrunst. Oh, Hund. Habt ihr einen Hund gesehen? Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von... Der hört auch nicht auf zu schwadronieren. Das ist kein Hund. Nicht den Hund anzünden. Gut. Hey, Hund! Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Was hat der Hund gerade mit mir... Habt ihr nach mir gesucht? Ja, ich glaube, ihr seid genau die Person, die ich brauche. Frank Zander? Ich hier, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Frank Zander, die späten Jahre? Was ist da passiert? Wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas... hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ja, was? Was? Ihr seid also ein kleines verirrtes Schoßhündchen? Hört sich einfach an, machen wir uns... Ihr seid also ein kleines verirrtes Schoßhündchen? Sehr witzig. Mein Meister ist Clavicus Wiele, Daedra-Fürst der Wünsche. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit. Euer Fuß zittert. Hört sich einfach an. Wir machen es auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Okay. Keinem Angebot trauen. Der beste Freund eines Daedra. Na? Reise mit Barbas?
Warum hat Weil euch rausgeworfen? Nun, ihr könntet wohl sagen, dass ich ihm auf die Nerven ging. Ich neige dazu, die Stimme der Vernunft zu spielen. Und das findet er lästig. Okay. Er konnte mich nicht einfach töten, wisst ihr? Technisch gesehen sind wir ein Teil des anderen. Aber er konnte mich aus seinem Reich verbannen. Natürlich ist Wiele wegen unserer Trennung stark geschwächt. Das hielt er wohl für einen geringen Preis dafür, dass er mir nicht mehr zuhören muss. Mhm, okay. Gut, das ist erfreulich. Hilft den Einwohnern, findet Energiequelle. Praktische Pferde, der beste Freundin ist Dedra. Reise mit Barbas zum Schrein von Clavicus Wiele. Wo ist denn hier der Clavicus Schrein? Reise mit Barbas zum Schrein von... Der ist also nicht so weit. Nee, ich habe jetzt Barbas. Wo ist denn der Schrein von Clavicus? Ja, dann geht mal vor. Folgt er mir jetzt? Nö, der bleibt einfach da. Wie soll ich denn jetzt mit ihm reisen? Ich verstehe das gerade gar nicht. Also Lydia folgt uns noch und er aber nicht. Ja, okay. Der Schrein. Haldirs Grab, Festung Bruchzahn. Ruine am Straßenrand. Die ist übrigens nicht abgeschlossen. Wäre übrigens schön, wenn die abgeschlossenen Sachen schon irgendwie eine Markierung hätten, dass man da gar nicht erst gucken muss. Kiefernwacht, Aufstieg des Alten. Diese drei Quests gehen alle hier rein, glaube ich. Riften. Gold, bringe Golderz, pipapo. Hier ist Diebesgilde. Darkwater Goat Path. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir zum Schrein kommen, ehrlich gesagt. Reise mit Barbas zum Schrein von Clavicus Wiele. Der Hund geht aber nicht voran. Der bleibt einfach weg. Sollte er jetzt normalerweise dahin galoppeln? Also da vorne ist irgendeine Höhle. Weiß nicht, ob das ein Schrein ist. Lydia bleibt auch da hinten. Lydia bleibt beim Hund. Ach, weißt du, ihr könnt mich beide mal. Wahrscheinlich mache ich das gerade wieder falsch. Aber ich weiß sonst wirklich nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Plot-Twist, der Schrein ist da hinten. Auf dem Berg. So, hier gibt es noch mehrere Sachen. Guck mal, hier ist irgendwie so, da rechts ist irgendwas. Hier vorne ist irgendwas. Hier ist ein totes Eichhörnchen. Oh, Yasbai. Cool. Hier steht einer in der Gegend rum. Teils gerade Reisen. Hallo, werter Reisender. Hallo. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? In der Tat, mein Guter. Warum seid ihr hier draußen? Ich beobachte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Mm. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Mm-hmm. Das glaube ich wohl. Darf ich euch um etwas bitten? Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Ach so. Oh, ich habe schon bezahlt. Cool. Könnt ihr vielleicht das Drachenblutnaht spielen? Möge Ismirs Segen mit euch sein. Na dann. Lege er los. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende.
Fürwahr, das Drachenblut ist da. Mist. Das war echt ein beschissener Song. Ich wollte den Gradfuß Rodan dafür. So, hier ist irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal auf gut Glück los. Ich glaube nicht, dass wir jetzt dem Hund helfen können, weil der läuft nicht los. Wir sollen mit ihm irgendwo hingehen, aber er geht weder mit, noch können wir ihm folgen. Der bleibt einfach an Ort und Stelle. Da muss ich vielleicht... Ich weiß nicht, was ich machen kann, ehrlich gesagt. Oh, interessant. Hier waren wir aber schon, ne, oder? Den hatten wir schon erledigt, den Schattengipfelturm. Da war doch so ein Borkenklaus drin, ne? Ich erinnere mich dran, ja. So. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Fürwahr, es ist schon ziemlich nah. Tralala. Was ist denn das da? Was ist denn da bloß? Oder ist das da? Oh, nee. Irgendwas muss hier noch sein. Und ich weiß nicht, was. Hier auf diesem Berg. Sehr suspekt. Wie komme ich denn da bloß hoch? Keine Pilze? Schade. Ich glaube, da komme ich aktuell gar nicht hoch, ne? Wenn dann von der anderen Seite. Oh, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Also hier gibt es mehrere Sachen irgendwie. Da unten sind auch noch Sachen. Und offenbar, wenn man den Kompass mitlaufen lässt, dann wird man nie wieder glücklich. Denn ich bin mir fast sicher, dann stolpert man einfach nur noch von einer Sache in die nächste rein. Wie bei Fallout. Es ist dann wirklich wie bei Fallout. Wenn man das auf dem Kompass sieht, dann muss man halt mal kurz hingehen. Und dann natürlich überlegen, wie man da kurz hinkommt. Oh, okay. Wie komme ich denn da kurz hin? Fürwahr, das Drachenblut ist da. La. Lass mich raten, das hier ist wohl nicht der geeignete Weg. Ja, das passiert, wenn man den Kompass benutzt. Ich mache tausend Dinge, die ich eigentlich nicht machen soll. Okay, ich gehe nochmal zum Hund. Ich weiß aber wirklich nicht, wie ich den jetzt aktivieren soll. Oder wie ich mit ihm umgehen soll. Habe ich irgendwas übersehen? Wir haben ja keinen Buch gekriegt oder sonst irgendwas. Ja, nischt. Das ist so merkwürdig. Na? Ist alles sehr schön hier. Die Taube ist sehr beeindruckt. Achso, soll ich dem Hund Bescheid sagen? Nee, ne? Wir haben die Aufgabe noch nicht gelöst. Wir müssen den Hund wahrscheinlich erstmal von seinem Meister trennen. Huch. Von seinem Meister trennen irgendwie. Ich weiß halt wirklich nicht, wie wir den jetzt wegkriegen. Es ist alles sehr schön, hier rumzulaufen und so. Ist wirklich wunderschön, aber... Also so ein bisschen Ergebnis wäre doch auch schön. Nee, hier ist nichts zu machen. Hier ist auch keine Höhle in der Nähe oder so, wo man kurz sagt, okay, wenn das hier ist... Nichts. Verschieben kann ich ihn auch nicht. Falls er feststeckt oder so, kann ich ihn nicht verschieben. Sollte er jetzt losgehen,
Der geht aber nicht los. Ich kriege die Mücken. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Reise mit Barbas zum Schrein von Clavigus Vile. Wo ist er denn? Er sagt, er hätte sich mit dem Herrchen gestritten und brauche meine Hilfe. Er wartet draußen. Das ist halt... Okay, weißt du was? Ich bin gleich wieder da. Das ist mir gerade zu weird. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Also ich bin wirklich gerade sehr aufgeschmissen. Bin mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, der Hund müsste loslaufen. Es ist wunderschön hier. Ich möchte hier wohnen. Aber langsam möchte ich auch los. Ich würde wirklich gerne dem Hund helfen und auch dem Schmied. Und dann haben wir unseren nächsten Heldentitel. Ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde. Das kann doch nicht wahr sein. So, da bin ich wieder. Also, folgendes. Der Hund sollte tatsächlich loslaufen. Normalerweise. Hier tut das nicht, warum auch immer. Ich habe keine Mod oder so mit dem installiert. Ich habe geguckt. Nichts, was den irgendwie ändern würde. Vielleicht Texturen, keine Ahnung, wie der im Original aussieht, aber die würden ja nichts an seinem Verhalten ändern. Rein technisch gesehen. Ich weiß aber ungefähr, wo wir hin müssen. Da, wo wir sowieso hin wollten. Und dafür hole ich aber... Kann ich eigentlich... Geht das, wenn ich... Ich will mal kurz gucken. Magie? Kann ich das Pferd herbeipfeifen? Kommt es dann? Oder kommt das nur, wenn es wirklich in der Nähe ist? Ja, ich glaube, es kommt dann nicht. Okay. Dann Magie. Das ist jetzt doof. Pferderuf. Da kann man natürlich noch eine Stunde weitersuchen. Was nun mit dem Hund ist. Oh nein, das Pferd steckt wieder fest. Oh Mann, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Nochmal. So, aufgestiegen. Das ist aber nicht wahr. Jetzt. So, tschüss Hund, ne? Danke für nichts. Für nichts. Die Frage ist nur, kommt er jetzt mit? Also, wenn der da jetzt sitzen bleibt, kann ich die Quest überhaupt machen? Weil wir sollen ihn eigentlich begleiten. Ich düse mal dahin, wo wir hin sollen. Also wir müssen... Ja, andere Richtung wäre schlauer gewesen. Ja, ist egal, ich reise mal da oben rum. An der Gabelung rechts. So eine Kacke. An der Gabelung rechts. Hätte den Hund gern begleitet. Wäre bestimmt spannende Abenteuer gewesen. Keine Zeit für dich. Ciao. Nee. Komm mir mal nicht so. Brauchst du die Musik gar nicht so dramatisch aufzudrehen. Grüße! Okay, ich wollte gerade interagieren. Was schien nicht zu klappen. Ach, schön mit dem See da hinten, ne? Und den Banditen, die da rumlaufen. Einfach schön. So. Oh, da kommen wir auch direkt in den See. Oh, und die Wölfe. Ah, ist schon allerliebst. So. Dann gucken wir mal. Morgen. Ja, nein. Niemand muss was unternehmen. Hier gibt es wirklich viele Wölfe. Hi, Wolf.
So, bin ich hier gerade richtig? Ja, bei der nächsten Gabelung rechts. Also hier. Morgen, morgen, die Herrschaften, guten Morgen. So. Ich kann auch nicht schnell reisen dahin. Nee, jetzt müssen wir auch wieder. Jetzt müssten wir rechts. Also hier entlang. Hier waren wir neulich schon. Oh oh. Ich halte mich mal bedeckt. Ein Troll bekämpft die gerade. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nämlich nicht genau, ob wir gegen Trolle ankommen. Der Troll ist tot. Wir kommen also gegen Trolle an, würde ich vermuten. Vielen Dank. Schön in der Baumsenke. Das dürfte ihnen gefallen, dieser Turm. Oh, schön. Da kann man, glaube ich, nicht hoch, ne? Das war das das? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir müssen inzwischen ganz woanders sein. Okay, hier noch so ein Borkenknutscher. Vielen Dank. So. Mein Freund, der Baum ist tot. Dann wollen wir mal. Also an Trolle können wir uns ruhig ranwagen. Reiten wir los. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Und wir sind aber noch richtig, ne? Wir sind jetzt hier... Nee, wir müssten jetzt hier rechts ab eigentlich. Wenn das hier irgendwo... Geht's denn hier rechts? Da geht's rechts ab. Da kommen wir wieder nach Helgen, theoretisch. Aber jetzt müsste es gleich noch links gehen. Also so ein Falkatlas wäre hier schon sehr praktisch gewesen. Oder wir müssen von Helgen aus links. Ich weiß es nicht genau. Ich bin auch neu hier. Aber ich bin sicher, wir kommen da. Irgendwo kommen wir da schon an. Kann ich hier nicht einfach auch das Schloss picken? Gibt's hier ein Schloss? Ja. So. Und Level up. Und jetzt kommen wir hier links wieder raus. Ganz easy. Ich weiß nur nicht genau, wo... Nach Riften geht's da... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Doch, ist richtig. Nach Riften. Ja, wir müssen nach Riften, genau. Hier auf dem Weg müsste irgendwo dieser Schrein liegen. Den haben wir noch nicht entdeckt, tatsächlich. Was natürlich auch Sinn macht. Weil wir waren noch nie hier. Wir wollten immer mal hierher. Wir wollten die Straße immer mal abklappern. Aber natürlich weiß ich hier auch nicht, was hier wo ist. Sehr bergig alles. Oh, schön da oben durch die Wolke ziehen. Oh, ich liebe sowas. Auch RL. Oh, jetzt die Wolke hat sich aufgelöst. Schade. So, mal gucken. Da vorne latscht jemand rum. Ich hoffe, er sucht keinen Ärger. Wird schon ein bisschen frostiger hier oben. Ich speichere mal, da vorne scheint was zu sein. Eine Bärenhöhle? Ich weiß es nicht. Hallo? Hier war doch gerade jemand. Hallo? Ich habe sie doch gesehen. Mein Herr. Da.
meine Dame, Entschuldigung. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Ja gut, dann mach das doch einfach. Ich dachte, die wohnt hier. Das sieht ja interessant aus. Okay, das ist nur so ein Unterstand. Also hier kann man bestimmt gut kampieren. Und da unten war noch irgendwas. Ah, hier wohnen die Sturmmäntel, alles klar. Entschuldigung, wollte nicht stören. Hier habe ich was gesehen. Falkenring, Lager der Sturmmäntel. Dabei sind wir doch von Falkenring schon ein bisschen entfernt. Hallo. Na, lecker. Ich klaue dir mal nichts, Soldat der Sturmmäntel. Die schlafen natürlich mit voller Rüstung, weil kann ja jederzeit zur Schlacht kommen. Hallo, Torik. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann auch bald. Lieber Torik, Umi. Euer Pferd stähle ich nicht. Guck mal, da drüben muss irgendwo eine Burg sein. Eine Burg. Aber die Frage ist natürlich, zur Burg kommen wir nicht einfach hin. Das ist nicht mein Pferd, ne? Das ist einfach... Ich glaube, da wandert einfach jemand. Pferdchen müsste da irgendwo stehen. Wer wandert denn hier? Hi. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Fischen. In den Bergen. Wo alles zugefroren ist. Auf Wiedersehen. Wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie ihr meint, Gnädigste. Niemand hat gesagt, dass die Menschen hier intelligent wären. Die überleben zwar irgendwie, aber... Ne? So, lalala, 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 lalala. So, einmal elegant um den Baum rum. Und da vorne ist eine Höhle. Hier ist ja so ein Wegmarker. Gut, in dem Fall heißt das nichts, weil wir sind schon auf dem Weg. Weg, das ist sehr unwegsames Gelände. Sieht aus, als wäre ich gerade auf dem Mars oder auf so einem Star Trek Set oder sowas. Gleich kommt Captain Kirk hier irgendwo rausgesprungen. So sieht das hier aus. Boah, das hier ist wahnsinnig cool. Hemas Schande. Dich habe ich gesucht. Da müssen wir nämlich hin. Just hierher zu dieser Schande. Komm, das machen wir jetzt noch. Wir gehen da jetzt noch rein. Ob wir das fertig machen, weiß ich nicht. Aber weil wir am Anfang so lange mit dem Hund rumgedüdelt haben, gehe ich da jetzt einfach mal rein. Boah, Schnee und Eis sehen halt auch wahnsinnig cool aus. Ich würde gerne Lydia rufen. Sehr Freunde, Vampirdiener. Vampire? Bring euch um, wenn ich es muss. Ja, sicherlich. Haha, mit dem Fuß. Mit dem Fuß auf dem Brustkasten. Gut, bei Frauen ist das jetzt gemein, aber das ist alles Gleichbehandlung. So, Lockpick. So, ich gehe mal. Entschuldigung, Gnädigste, ich wollte sie nicht. Die Witterung ist verschwunden. Was? Wer spricht denn da? Höre Stimmen, Eisenpfeil. So. Ich fummel hier gerade am Chest. Oh nein, ich habe einen Runebook genommen. Oh, weißt du was? Ich mache mal Folgendes. Wenn wir schon mal dabei sind, ich tue mehr rein, als wir genommen haben. Wo ist denn das Runebook? Hier. Braucht doch wirklich keiner. Oh, da geht's noch weiter. Dass die Höhlen so hell erleuchtet sind. Was war das? Nichts. Junger Vampir wollte mich ein bisschen ansaugen. Ah, blutbeschmutzte Klamotten. Vampirstaub. Oh, schön. Oh, Vampire Boots. Vampire Gauntlets. Die nehme ich ja mit, weil die ganz cool aussehen. Da kann ich mir
zu Hause schön so eine Statue mit zurechtpflücken. Oh, 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 oh. Oh, alles klar. Wie konnte ich die denn übersehen? Aber die haben so ganz komische Aktivierungsmechanismen, die man gar nicht sieht, ne? Oder ich bin einfach zu blind. Ich muss meine Augen überall haben. Ich brauche ein 360-Grad-Auge. Was? Hallo? Hallo, kommen Sie bitte. Die Spielchen. Ja, kommen Sie bitte mal. Komm zurück. Mach ich. Oh, das ist Level 12. Oh Mist, ich müsste langsam mal... Ich bräuchte Heiltränke auf einer F, ne? Das habe ich versäumt, vielleicht zu machen. Ja, das so geht's aber auch. Okay, mit Vampiren habe ich echt Probleme. Die saugen mich halt leer, um sich selber aufzubauen. Das ist nicht gut. Wow. Oh, okay, Red Guard, Red Guard, Red Guard. Septime auch. Stahlkrieg sagt nett. Tribunalmaske Gold. Oh, schön. Und natürlich Boots und Gauntlets. Die haben wir aber schon. Zaubertränke, Red Guard. Aber ganz ehrlich, die kann ich vernachlässigen. Da muss ich. Die sehen echt scheiße aus, ne? So, ich bin ein bisschen leer gelutscht gerade. Ich vermisse Lydia. 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 Ich bin so leer gelutscht, Lydia. Hilf mir. Ich brauche die da vorne, damit die den ganzen Damage abkriegt. Was wollte ich gerade machen eigentlich? Kann ich ihn eigentlich jetzt wieder auferstehen lassen? Nur mal so als Test. Oder wendet er sich gegen mich? Ich speichere mal. Aber ich würde gerne damit rumexperimentieren, wenn wir jetzt Pferde rufen. Nö. Zombie erwecken. Geht das? Ist zu mächtig für Zombie erwecken. Das finde ich jetzt... Der will also sagen, ich bin Kacke. Das ist das, was er sagen will. Okay, ich könnte auch Heilung hier drauflegen. Halt den Zaubern um 10 Punkte pro Sekunde. Eigentlich vielleicht gar nicht mal so sinnlos. Wenn wir mal ehrlich sind. Oder Eichenhaut und sowas. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen gucken. So, Vampire essen also auch Menschenfleisch. Ich dachte, die trinken nur Blut. Verkohltes Skiverfell. Und einen guten Lauch. Menschenfleisch und dazu einen guten Lauch. Das sind zwei Lauche auf einmal. So, Wooden Bowl nehme ich nicht. Und natürlich einen schönen Iron Helmet. Kochtopf benutzen. Der ist aber nicht gut abgenagt. Und das gute Auge ist da noch drin. Die gute gallertartige Flüssigkeit. Nicht abgelutscht. Das ist Verschwendung. Die Wahnsinnigen von Reach. Freue ich mich schon drauf. So. Dankeschön. Und hier das Lied von Pelinal, Band 1. Na endlich. Endlich haben wir auch Band 1. Der fehlt uns die ganzen... Und ein Bügeleisen haben wir auch. My life is complete. So, gewöhnlicher Seelenstein. Alchi, weißt du was? Vielleicht können wir mal... Wir haben Blasenpilze und Weizen nochmal dabei, ne? So, das müsste doch eigentlich... Da kann ich doch jetzt eigentlich mal... Space suchen? Ich würde das gerne einfach machen. Ach so, ich krieg das hier nur... Ah.
So. Ja, beenden. Reicht mir schon. Ich weiß, wir haben jetzt die, wir haben die Pipi-Tränke gemacht, aber die sollen mir gerade schon reichen. Pipi-Tränke habe ich hier auch drauf, ne? Ja. Vielleicht sollte ich die hier auf die 7 legen. Ich hoffe, ich denke dran. Oder sollte ich auf die 8 legen und die... ist auch egal. Zerlegen Sie hier Ihre Opfer. Ich wünsche, Lydia wäre da. Also hier überstehe ich keinen Bossfight, glaube ich. Dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke... Schön. Das freut mich sehr. Dann würde ich sagen, nächste Folge sehen wir uns wieder. Und dann müssen wir noch ein paar Vampire schlachten oder... Oder eben als Bifteki herhalten, je nachdem. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ja. Sie sagte, ich würde es vergessen. Was? Und normalerweise tue ich das auch. Aber manchmal erinnere ich mich wieder an ihre Gesichter. Was? An ihr Flehen? Ach so, beim Essen wahrscheinlich. So, jetzt aber... Ist ja gut, ich bin schon weg. Also dann tschüss.